vom Aufbau her. Nur, dass wir komplett woanders rausgekommen sind. Wir kommen ja eigentlich gar nicht tiefer, sondern wir sind das einfach bloß. Wenn wir das eine reinkommen, woanders wieder raus. Wir sollen auf jeden Fall in die 1. Also nach da. Ich will nicht. Und noch ist alles echt ruhig. Ja, relativ ruhig. Auf der anderen Seite ist dieses... Wann kommt denn was und mit was habe ich es denn zu tun? Wobei, nachdem wir wussten, dass es diese komische Schulla ist, diese Hexe, war es auch nicht viel angenehmer. Also diese Frau, diese Verheiratete. Also gehe ich davon aus, dass hier nichts mehr rumliegt, weil das ist das Gleiche. Wir bleiben in der Mine, die ist immer gleich. Running in circles, damn it. Ja, hör auf, um mich zu... Maybe someone's written one down somewhere. Da schrecke ich mich schon, weil der Typ labert. Ich glaube, es fuckt. Immer wieder grünes Licht. Also wird hier wahrscheinlich auch nichts mehr sein. Gehe ich jetzt davon aus. Also war es gut, dass wir in der oberen Etage alles abgesucht haben. Weil hier ist nichts mehr. Da ist wieder die... Bleibt immer gleich, aber wir müssen jetzt eigentlich in die 1 raus. Also hier. Da, wo der Tote ist. Das ist wirklich immer alles gleich. Also ist der Ausgang kein wirklicher Ausgang. There. The light is green again. A little bit of effort. I can get out of this damn mine. Sind alle drei Lichter an? Wir müssen jetzt zur 3. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo wir sind. Auch da haben wir eine Karte. Wir sind aus der 4 rausgekommen. Ich bin doch immer, wie gesagt, lieber. Ich weiß nicht, ob wir zurück müssen, aber wenn er auf der anderen Seite sagt, wir müssen ja hier raus, also von daher... Suchen wir wahrscheinlich eher den Ausgang und müssen den Rückweg uns nicht merken. Wenn wir jetzt hier sind, müssen wir nach da. Ist da die 3. Und hier müsste die 5 sein. Genau. Dann laufen wir zur 3. Dann hören nämlich unsere Informationen auf. Das ist der Nachteil. Hier haben wir Treppen. Das hat auch wiederum nichts zu sagen. Wisst ihr, was mich am meisten aufregt aktuell ein bisschen? Dieses Game ist geradezu nett. Ah, wir kommen in die... Nächste Ebene. -2. Warum müssen wir denn nicht tiefer? Wir sind nach oben gelaufen. Die Mine ist wieder genau gleich. I won't ever get out like this. I must find some clues. Dang, people worked here and I don't think they got lost all the time. Es ist gut, eine gesicherte Tür zu öffnen. Soll nicht ohne Grund geöffnet, geschlossen sein. Also gesichert sein, vor allem von der Seite aus. Auf der anderen Seite suchen wir gerade den Ausgang. Ja. Achte darauf, dass der Geist dich nicht sieht oder hört. Du machst weniger Lärm, wenn du kriegst. Wenn dich der Geist sehen sollte, lauf weg und finde ein Versteck.
I should look at the map for some hints. Maybe it will tell me where Gilman left the other notes. Okay. Wir verstecken uns erstmal ganz kurz hier. Meine Stimme kackt gerade ein kleines bisschen ab, aber ich bin aktuell gerade sehr zufrieden, weil wir haben einen Geist, der da ist. Oder wem auch immer, aber er ist da. Gut, wir müssen uns zwar ein bisschen wieder vor dem verstecken, der läuft hier irgendwo rum, aber das ist doch schon mal ein irgendwas. Ist mir fast lieber als Geister, die plötzlich ausschränken, Buh sagen und wieder abhauen. Hast du eine gewisse Route, Geist? Rede mit mir. Hör auf, hier irgendwelches Geräusche hier. Blöde Mine. Kann ich hier irgendwas werfen? Hab ich hier irgendwas? Nein. Ja. Kann ich das ausschalten? Hier, wenn du den Streichholz anzündest, zünde ich den Streichholz an. Ich könnte es ausmachen, indem ich die Lampe hole. Okay. Aber ich glaube irgendwie die... Geist? Ganz ruhig. Hallo Geist? Hallo, nichts zum Werfen hier. Ich würde gerne mal testen, wie weit der uns sieht. Aber aktuell habe ich so das Gefühl, er läuft immer da rein und kommt dann nie wieder raus. Moment, Karte. Bedeutet. Warte mal, nein, wir sind hier. Bedeutet also, er läuft diesen Gang hier entlang. Also diesen kleinen Abschnitt hier. Ich weiß aber nicht, wie weit er läuft. Ob er dann hier weiterläuft. Natürlich so sein, dass das jetzt hier bloß gerade seine Route ist. Und sobald wir natürlich hier umgeistern, wird er seine Route ändern. Ja, 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 ja. Du bist mürrisch. Verstehe ich aber auch. Wenn du den ganzen Tag. Ist vielleicht unser Typ, der hier verhungert ist? Jetzt sehen wir die Karte nicht mehr so schön. Schade. Okay, aber erkennt ihr irgendwas, wo wir hin müssen? Also eigentlich genau da. Das ist halt ein Fragezeichen. Das ist genau da, wo der Geist immer hinrennt. Aber ich bezweifle, dass wir weiter diesen 613 folgen sollen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Theoretisch könnten wir das auch, weil der Typ sollte uns ja nicht sehen. Dann warten wir jetzt ab, bis er wieder auftaucht. Da ist er. Eigentlich sieht er ja ganz nett aus. So. Da, wo der immer reinläuft, da ist ein Fragezeichen. Wahrscheinlich sollten wir dem Fragezeichen folgen. Wir sind jetzt. Ja, es gibt keine Römer 6 mehr. Bitte. Mine ist genau das gleiche. Das ist genau die Kiste, wie wir sie auch umgeschubst haben, ne? Das ist genau gleich. Ah, wir hätten das also merken sollen, wo was ist. Wir hätten die Mine alles genauer anschauen sollen. Wo mögliche Verstecke und so ein Spaß sind. Ich glaube einfach nur hier reinkriechen. Kann man witzigerweise auch gar nicht. Komm ich hier rein? Nein, okay. Ich muss mir die Karte näher besser einprägen. Ja, ich könnte so einen Screenshot oder so einen Spaß machen, aber. Okay, da sind wir also immer.
Das sind die Balken. Ich kann meine Maus gerade leider nicht bewegen, sonst könnte ich meine Gedanken mit euch teilen, wo ich denn hier gerade was sehe. Das sind dann die zwei Gänge. Da ist der große Bereich. Ja, das könnte eine Weile dauern. Ich will hier wirklich immer genau weiß, wo was ist. Ich hoffe, der Geist sieht uns hier nicht. Scheint aber auch nicht zu sein. Gut. Hat also aktuell kein Interesse an uns. Wobei ich überlege, der Fragezeichenraum, der war in der oberen Ebene nicht dabei. Der existierte dort noch nicht. Das war einfach nur ein normaler Gang. Reicht das schon als Versteck aus? Nee, ne? Wir können auch nie hier rein. Also hier können wir uns wahrscheinlich auch nicht verstecken. Ich gehe erstmal davon aus, dass es nur der eine Geist ist. Und wir hören ihn zum Glück auch. Bedeutet, wir bräuchten hier kein Petroleum. Ich sehe leider nicht viel. Wegrennen und verstecken, das ist immer so eine Sache, da muss man sich auskennen. Wo man sich am besten versteckt. Deswegen werden wir wahrscheinlich ja den Assassin's Creed-Modus folgen, obwohl der kann sich ja mindestens wehren, die Leute töten. Was wir, glaube ich, gerade nicht können. Ich weiß halt auch nicht, ob er seine Route ändert. Da ist er. Okay, da bleibt er mal stehen, kommt zurück und läuft wieder vorne hin. Musik ist nicht besser. Kann ich das Fass hier bewegen? Nein. Das hast du ja als Versteckdien? Das ist schon reichen? Ist er vielleicht kurzsichtig? Ich meine, er könnte etwas alt sein. Wenn wir halt doch mal wegrennen müssen. Sie ist auch eher voll leer. Aber aktuell. Wir haben dort jetzt reingeschaut. Bedeutet, unterhalb vom Fragezeichen ist ein Gang. Ne, der. Nein, für euch ist es gespiegelt. In diese Richtung da geht. Und da bleibt er stehen. Und läuft dann wieder zurück. Kann ich kurz raustappen? Ja, jetzt haben wir auch eine Maus. Sehr gut. Dann, ja, also da läuft er mal lang. Läuft hier entlang und bleibt hier stehen. Wir standen ja gerade hier an der Ecke und haben ihn durch diesen Gang beobachtet. Also er bleibt irgendwann hier stehen und läuft dann wieder zurück, weil wir wissen ja, dass er hier rauskommt. Also muss er ja diesen Weg gehen. Also genau der Weg, wo wir rein müssen. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich, um ein Stück eher lang gelaufen ist. Und der bleibt doch mal kurz stehen. Also ist der Gang vielleicht als Annäherung, aber er ist genau in der Mitte. Das ist halt schwierig. Mal gucken, ob wir uns hier annähern können. Warten, bis er hier umdreht, damit wir ruhig rein. Wobei ich nicht weiß, was uns hier erwartet. Oder wir gehen wieder oben lang. Warten, bis er hier rumsteht und dann rückwärts geht und wir hinterher. Ich glaube, er bleibt bei seinem Pfad. Mal überlegen, wenn wir den ganzen Gang lang gehen. Ihn ablenken? Wobei nicht lange wahrscheinlich, ne? Wenn wir jetzt hier irgend so einen Helm rumwerfen oder... Warum ist hier was? Warum ist hier Petroleum? Ach
dachte, wir hätten alles eingepackt. Hier etwa noch Ressourcen? Hätten wir hier vielleicht mal einen Hinweis? Ich denke, der Hinweis wird ja beim Fragezeichen sein, ne? Macht halt auch Sinn. So, und hier müsste er abends rumstehen. Der Gang müsste das sein, wo er rumsteht. Dann wüsste ich halt auch nicht, wo wir uns verstecken sollen. Ja, gut, ja. Aber es ist halt natürlich ein gigantischer Weg, den wir rennen müssen. Und ich weiß nicht, inwieweit das Versteck funktioniert, wenn der Geist uns ja sieht, dass wir in diese Richtung rennen. Ja. Rein theoretisch kriegt der Geist uns nicht, weil wir sind Gott und... Oh, jetzt sind wir nicht mehr. Schade. Wir schweben. Und hier kann ich mich nicht unten drunter verstecken. Ich komme da nicht rein. Ich bin zu fett. Ah, das hier hat nämlich nochmal Petroleum. Das nehmen wir natürlich mit. Ja, wir haben die Karte doch schon alles. Wissen doch, wie es läuft. Jetzt mal, dass ich da vorne in die Kisten komme. Höre ich ihn nicht. Das ist der Gang hier gewesen. Das war der Gang. Ja, das müsste der Gang sein. Von wo aus er dann gleich angelaufen kommt. Gucken, ob ich hier irgendwas... Da ist er. Bloß ein Teil gesehen, aber... Lange bleibst du hier nicht stehen, oder? Das kann ich nicht bewegen, aber ich will ungern eigentlich hier stehen. Warte, weil er dann nachher auch in die Richtung gucken wird, deswegen. Aber ich muss ein bisschen auf die Nase. Ganz kurz, Leute. Okay, also ich habe mir gerade auch gesehen, ihr denke ich auch, dass er hier stand, aber das ist echt nur kurz. Das ist ziemlich kurz, wie er da steht. Es lohnt sich also nochmal hier wieder was abzusuchen. Sind genau gegenüber. Ich versuche mich jetzt hier entlang zu, also hier entlang zu schleichen, so nah wie möglich heranzukommen, wenn er umdreht, dass wir ihm vielleicht folgen können. Wobei halt beide Wege echt sehr kurz sind, um ihn da effektiv zu folgen. Oder ist halt wirklich so gewollt, dass wir den ablenken, dass er irgendwo anders hinrennt. Hallo? Gerade Zähne nicht drücken. Aufstehen. Hier liegt also wirklich noch überall Petroleum und Co. rum. Ja. Wir kennen das schon. Wir wissen doch, was los ist.
hier können wir uns, glaube ich, nicht anschleichen, oder? Wir hier dahinter stehen, ob der uns dann sieht. Was wäre das von der Position aus dort besser? Kürzer. Ich kann es nur versuchen. Entweder wir sterben jetzt oder wir haben Glück. Sonst sehe ich ihn von hier auch nicht. Dann wird auf mein Gehör verlassen. Was ist da? Da kommt wirklich hier rein. Gut, dass wir nicht dort stehen geblieben sind. Dann erstmal. Okay. Lesen. Ganz kurz die Notiz aufschreiben. Nächster Brief ist also Römisch 9, 7 und 8. The explosion was accidental. After all, the mine brought in more income than the inn, which often remained empty. However, the detective didn't have hard evidence, only circumstantial. Aber das Beschiss ist, wird eher wieder hier rauszukommen. Natürlich alle sein. Ich will den Brief lieber von hier hinten aufnehmen, wo uns hoffentlich nicht sieht, der Typ. Bleibt man lieber ganz kurz unten. Weiß nicht, aber ich glaube, hier kommt er nicht rein. Bleibt, glaube ich, hier vorne stehen. Das ist wieder irgend so ein Bibelvers. Warum sie wohl hier ist, im Gasthof lag auch zwar auch da Deutfehler, aber okay. Es ist aber nichts verborgen, was nicht offenbart wird, und es ist nichts geheim, was man nicht wissen wird. Darum, was ihr in der Finsternis sagt, das wird an Licht kommen, und was ihr ins Ohr flüstert in den Kammern, das wird auf den Dächern verkündet. Das ist doch der gleiche Vers, oder? Den hatten wir doch schon mal. Ja, reg dich auf. Ja. Hast du gesehen, oder? Nein. Können wir uns hier dahinter verstecken? Ja. Jedes Mal hier rein. Das Gefühl, der kommt nur bei auf dem Rückweg hier rein, ne? Und da oben noch hin. Und immer nur auf dem Rückweg hier rein. Nein! Da oben kommen wir nicht hin. Okay. Jetzt aber schnell! Ich sehe weg hier.
Er wäre genau auf der anderen Seite gewesen. Shit. Raum römischen 9. Alles klar, Kudo. Viel Spaß.